Hallo Leute, ich gehe jetzt zum Friseur und ich habe Imani dabei. Ich bin gespannt, wie wir das hier jetzt rocken werden. Ich denke, ich kriege das hin. Bist du am Start, Imani? Ah. Schaffen wir das zusammen? Ah. Ja, weil wir sind ein Team. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Opa. Wow, ein Stein. Noch ein Stein. Oh, ein Stein. Ein Stein. Ein Stein? Ein Stein. Sag mal, Ameise. Spinne. Nein, das ist keine Spinne, Imani. Das ist eine Ameise. Sag mal, Ameise. Ameise. Ein Stein. Mama, ein Stein. Hier, ein Stein. Luisa, was ist los in diesem Haus? Die Spinnen haben ein neues Zuhause. Zuhause Jindawis. Ist es die Spinne von letzter Woche, die wir nicht gefunden haben? Nein, sein Cousin. Der Cousin von Kaki? Also Miguel. Miguel! Miguel! Verschwinde aus meiner Wohnung, Miguel! Das reicht langsam. Imani, kennst du Miguel? Ja. Magst du Miguel? Ja. Willst du Miguel essen? Nein. Was machen wir jetzt? Bin ja tot. Nein, nicht immer tot. Imani, das ist Miguel. Aber ey, wo ist Kaki? Kaki? Kaki versteckt sich in irgendeiner Ecke. Was machen wir jetzt? Tot. Wir töten keinen Spinnen. Okay? Okay. Weißt du, wer Spinnen tötet? Kuku. Nein, böse Menschen töten Spinnen. Ich mach sie jetzt weg. Komm, Imani, komm. Komm, komm, komm. Das wird nicht gut gehen. Gleich ist die Spinne auf deinem Kopf. Wenn diese Spinne da drin jetzt Kinder macht, ist das nicht mehr die Wohnung von den Jindawis, sondern von Miguel und Kaki. Ich hole ihn da raus, keine Sorge. Er muss da raus, wie sollen wir ihn da rauskriegen? Piekst da einfach rein. Wie piekst rein? Kann sein, ich bring ihn um. Ich habe eine andere Idee. So, da kommt sie jetzt erstmal nicht mehr raus. Amerika, Amerika, für uns geht's jetzt ab nach Hamburg. Imani, bist du bereit? Miguel, wir sehen uns, Miguel. Alles gut da drin, ha? Die Wohnung gehört dir. Wenn jemand klingelt, sag denen, wir sind nicht da, okay, Miguel? Wir haben dir doch letztens andere Schuhe gekauft. Warum hast du die an? Magst du deine Schuhe? Ja. Imani, ich mag deine Schuhe. Kann ich die auch haben? Ja. Wo kann man die kaufen? Amazon. Amazon? Ach so. Aiwa. Wow, wen gehören die denn? Mama. Wollen wir schon zum Auto gehen? Ja. Komm, darf ich auch ein bisschen Chips? Lecker, lecker. Schmeckt? Oh. Alles eingeladen. Es kann losgehen. Hey. Wir machen unsere erste Pause. Warst du schon mal auf der Autobahn? Wir gehen jetzt in die Tankstelle und holen uns was. Was wollen wir uns holen? Nein, ich muss einfach nur auf Toilette. Ich hab alles, danke. Imani, musst du auch auf Toilette? Ja. Musst du kacken? Nein! So sieht uns immer Imani. Imani, was willst du? Au, au. Au, au? Welchen willst du? Hat. Den? Ah. Wir sind im Hotel angekommen. Lieber Nada, herzlich willkommen. Du bist der Beste von der ganzen Welt. Wir lieben dich. Deine Augen und deine Augenbrauen sind fantastisch. Schön, dass sie sowas schreiben, ne? Sehr schön. Und dein Knie ist sehr spitz. Was? Steht da nicht. Na, warum lügst du? Kannst du überhaupt lesen? Warst du Schule? Was macht Imani da hinten? Imani, alles okay? Nader, sie muss Socke anziehen und Pyjama. Reicht jetzt. Schlafenszeit. Imani, kannst du mir bitte deinen Fuß geben, damit ich die Socke anziehen kann? Nein. Doch. Nein. Bitte. Nein. Imani, bitte. Ey, 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 ey. Ey, du, warum bist du so aufgedreht? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Nein. Ja, dann guck mal auf die Uhr. Du musst sie schlafen legen. Die ist hyperaktiv. Bevor wir sie schlafen legen, müssen wir sie zum Lachen bringen, damit sie gut schläft. Guck jetzt. Wo ist Mama? Da. Wo denn? Ma! Wo ist Mama? Da. Wo denn? Da. Da.
Jetzt ist aber Schlafenszeit, okay? Weißt du, was Schlafenszeit ist? Was denn? Luisa, versteck dich. Ey, hör mal zu, Fräulein. Jetzt gehst du ins Bett, okay? Okay. Here we go! Amerika, Amerika, wir sind gerade Backstage. Du wirst da gleich auf der riesengroßen Bühne stehen, ne? Dann hast du dich vorbereitet, hast du die Fragen geübt. Was soll ich da üben? Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's deiner Mutter? Auch gut, ja, alles klar. Was soll ich sagen? Weißt du, warum ich keine Fragen übe? Weil das doch dann fake ist. Dann habe ich das geübt, was ich sagen will. Es muss von Herzen kommen. Deswegen, Fragen lernen macht keinen Sinn. Es muss von Herzen kommen. Es muss von Herzen kommen. Leute, das ist das Backstage-Essen. Und Imani hat sich direkt ein Croissant geschnappt. Leute, wir stehen gerade vor der Bühne. Die Bühne ist so groß. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie nett sich das traut. Ich könnte das niemals, Leute, auf die Bühne gehen und reden. Ich schäme mich einfach. Leute, hier könnt ihr sehen, wie viele Menschen da sind. Oh mein Gott. Wir sind bei Vodafone angekommen. Schön, dass ihr da seid. Kaffee-Intus und ready to go. Heute der zweite. Ready to go? Bist du ready to go? Luisa, ich bin unglaublich aufgeregt. Ich zittere am ganzen Körper. Lass mal proben. Frag mich was. Wie schätzt du deine Follower ein? Ich schätze meinen Follower gut ein. Nochmal, Luisa, das hat nicht funktioniert. Nochmal. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Was fragst du mich? Wie geht's dir? Leute wie dir muss es gut gehen. Nur noch 5 Minuten. Ich bin so aufgeregt. Es gibt einen jungen Mann und er kommt gleich hier auf die Bühne und hat dann mit seiner jetzigen Ehefrau Luisa einen YouTube-Kanal gestartet. Heute sind die Jindawis Deutschlands wachstumsstärkstes Social-Media-Phänomen. Oh, man kriegt Gänsehaut, wenn man das erste Mal von einem anderen hört, ne? Nada El Jindawi von Hertha BSC. Riesenapplaus! Soll ich rennen? Nein! Du! Wir haben Glück gehabt. Ich sage immer, das ist von Gott gekommen so, dass er uns ausgesucht hat. Wir versuchen einfach fleißig zu sein, mit unserem Herzen zu denken und geradeaus zu gehen. Und ja, die Reise macht einfach Spaß. Ich glaube, das war vor 4 Jahren. Ging es mir nicht so gut. Da hatte ich da zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt zu Luisa. Und ihr ging es auch nicht so gut. Dann haben wir uns irgendwie kontaktiert. Haben gesagt, ey, uns geht's beide scheiße, lass mal zusammenkommen so und dann geht's uns vielleicht gut. Wir haben erstmal angefangen mit Instagram-Stories. Die Leute wollten immer mehr von uns erfahren. Du bist ja super bescheiden, aber ich habe mir die Zahlen jetzt gerade eben noch mal ganz schnell aufgeschrieben. Also die beiden haben mehr als 1,8 und 1,9 Millionen Follower auf Instagram, 3 Millionen auf TikTok. Auf YouTube haben sie 1,5 Millionen Abonnenten und über 300 Millionen Views. Also das sind ja schon wirklich krasse, krasse Zahlen, die ihr euch da aufgebaut habt. Ja, gerne applaudieren. Influencer, wie du das immer in neuen Videos sagst. Noch nie Influencer gesagt. Ich sag immer Instaflenzer. Leute, ich bin so stolz auf Nada. Wir hatten nie viel, aber wir haben uns, haben unsere Familien. Und es macht einfach Spaß, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Ja, wir wollen einfach Spaß haben. Man weiß nie, was morgen ist. Kann sein, morgen ist alles weg. Aber wenn du dann zurückkommst, kannst du sagen, guck mal, hey, wir haben was erlebt. Großen Applaus für Nada. Danke. Wir sind gerade auf dem Weg zurück nach Berlin. Weißt du, was eine Pusteblume ist? Hi. Ganz genau. Das. Bravo! Baba soll auch pusten. 1, 2. Wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen? Wünsche sollten geheim bleiben. Außer deine Wünsche. Deine Wünsche musst du mir sagen, damit ich die alle erfüllen kann, okay? Was hast du dir gewünscht? Bobo. Ich wünsche mir auch ein Bobo. Aber warte, was für ein Bobo? Ein Bobo, eine Puppe oder ein echtes Bobo? Ein echtes Bobo. Ein Baby? Ja. Ich wünsche mir auch ein Bobo. Bist du schwanger? Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch. Seid eingeschlafen.